Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar, heute zum Thema Genetik ganz einfach mit FÜVE. Ich bin Verena Konading, ich bin zuständig für den Bereich Service und Campus und das ist meine Kollegin Frau Dr. Barbara Rust. Hallo Barbara, herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Morgen. Barbara ist promovierte Biologin und Produktmanagerin bei uns. Heute werden wir Ihnen eine Sensation vorstellen, und zwar die Revolution der Genanalyse. Der Ablauf des Webinars wird ungefähr folgendermaßen sein. Zunächst sprechen wir ein bisschen über PCR. Da wird Barbara nochmal unsere Erinnerungen etwas auffrischen. Im Anschluss sehen wir uns ein Anwendervideo an zu diesem Mini-PCR-Thermocycler. Danach sprechen wir etwas über Gel-Elektrophorese und sehen uns danach ein Anwendervideo zu dem Testgenetik-Set an, inklusive der BlueGel-Elektrophoresekammer. Ja, wenn man in letzter Zeit mal die Nachrichten geschaut hat, dann hat man ganz oft das Wort PCR gehört. Was ist das denn eigentlich? Ja, PCR, die Leute werfen das dann einfach immer so in den Raum, ne? Brennpunkt oder was man auch immer hört, aber keiner nimmt sich mal die paar Minuten und erklärt das überhaupt. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich sowieso kennen, aber für die, die es nicht wissen, haben wir hier nochmal ein paar Folien vorbereitet, um das nochmal kurz zu erklären. Und zwar steht PCR für Polymerase-Kettenreaktion. So, das ist jetzt erstmal nur das Wort ausgeschrieben. Was dahinter steht, ist ein biochemischer Prozess. Viele Biologen unter den Zuschauern werden auch sehen, überall wo Ase dran steht, das heißt halt immer Enzym, eine enzymatische Reaktion. Dafür gab es 1993 sogar den Nobelpreis. Das ist dermaßen bedeutend. Diese Methode findet halt nicht nur in der Biologie Anwendung, sondern in der Diagnostik, in der Forensik und so weiter und so weiter. Aber was ist das überhaupt genau? Oder wofür wird es überhaupt benötigt? Denn wir haben vor allem, wenn man an Corona denkt, das Problem, dass wir die Stecknadel im Heuhaufen suchen. In jeder menschlichen Zelle haben wir 23 Chromosompaare. Wenn man die DNA-Bausteine, also die Nukleotide, nehmen würde und aneinanderreihen, dann hätte man über 3 Milliarden Nukleotide pro Zelle. Ja, das ist halt eine Riesenmenge an Erbgut. Wenn man sich das ein bisschen verbildlich, ein bisschen grafisch darstellen möchte und auf eine Seite Papier 500 Nukleotide niederschreiben würde, dann hätte man einen Stapel an Papier, der 550 Meter hoch wäre. Also so groß wie dieses dort abgebildete Gebäude. Es ist eins der höchsten der Welt. Es ist der CN Tower in Kanada. Aber wie hilft uns das jetzt weiter? Denn Corona im Vergleich hat knapp 30.000 Nukleotide. Also der Stapel wäre knapp 60 Blätter hoch. Da kommt jetzt die Kraft, die Macht von DNA, also von PCR ins Spiel. Und zwar habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, das ist praktisch ein riesengroßer Kopierer. Und dieser Kopierprozess läuft in 3 Schritten ab. Der erste ist die Denaturierung. Da kocht man die DNA kurz auf. Für die Biologen und Biochemiker das Stichwort Wasserstoffbrückenbindung. Also teilt man praktisch durch dieses Kochen den Strang auf. Aus einem werden 2 Einzelstränge. Dann kommen wir dann zum nächsten Schritt, das Annealing. Wenn jetzt die DNA offen ist, können sich diese synthetischen kleinen DNA-Stücke, die Primer heißen, anlagern. Und diese Primer markieren Start und Stopp von diesem Kopierprozess. Und deswegen habe ich auch eben 500 extra gewählt für diese Papierchen. Das ist so das typische Standard oder die Standardgröße für eine so eine Kopie. Es sind 500 DNA-Bausteine, also Nukleotide lang. So, im nächsten Schritt, wenn man die Temperatur ein wenig absenkt nach dem Kochen, können sich diese Primer dann anlagern, was dann wieder bedingt, dass Schritt 3 stattfinden kann, nämlich die Extension-Phase, also das Auffüllen dieser Brocken und durch nun das Enzym, das ist in unserem Fall eine DNA-Polymerase, die freie NTPs, also DNA-Bausteine, nimmt und biochemisch durch eine enzymatische Reaktion diesen Strang auffüllt, dass man am Ende von dieser Reaktion, die man halt auch als Zyklus bezeichnet, 2 DNA-Stränge von dieser definierten Größe hat. Also aus 1 macht 2. Wenn man sich nun wieder
den Kopierer vorstellt und mit diesem einen Blatt anfängt, dann hat man im nächsten zwei Blätter und in dem Schritt danach hat man schon vier Blätter. Und wenn man das nun 30 Zyklen durchfahren würde, dann endet man mit einem Stapel, einem Papierstapel, der 1000 Kilometer hoch ist. Und so hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar hat man nicht nur sein Stückchen Erbgut, was man anschauen wollte, vervielfältigt. Man hat also viel, viel mehr davon geschaffen. Es ist eine Übermasse davon da, sondern das Problem bei der PCS, wenn man seine Reaktion aus dem Gerät nimmt, dann hat man eine Flüssigkeit in so einem Plastikgefäßchen, sieht alles gleich aus, aber man kann noch nicht sagen, was das jetzt gebracht hat, was das Resultat ist. Und für die nachfolgende Analyse benötigt man halt eine gewisse Menge von Erbgut, die man durch die PCR herstellt, damit man sie hinterher in dem nachfolgenden Schritt analysieren kann. Ah, klasse, vielen Dank für die Erklärung, Barbara. Wenn Sie übrigens irgendwelche Fragen haben, dann können Sie die während des Webinars einfach in den Chat schreiben und wir werden sie dann am Ende des Webinars live beantworten. Das bedeutet also, Barbara, ich kann mit Hilfe dieser PCR und der Gelelektrophorese feststellen, ob jemand an Corona erkrankt ist? Genau, und so wird das halt auch tatsächlich in der Corona-Diagnostik praktiziert. Jeder, der krank ist und so einen Test bekommt, bei dem wird praktisch eine PCR auf Corona durchgeführt. Wow. Und was kann ich damit noch alles machen? Ja, andere Einsatzgebiete sind unter anderem Archäologie, also ein bisschen was Entfernteres von der Biologie, bei der halt, wenn irgendeine Mumie gefunden wird oder irgendein Grab mit knöchernden Inhalt, kann man immer noch die familiäre Verbindung von diesem Fund zu anderen feststellen. Noch ein ganz exotisches Beispiel ist die Astrobiologie, wo dann halt auf Planeten oder Asteroiden geschaut wird, ob es dort Leben gibt. Ein bisschen praktischer oder lebensnaher Einsatz ist in Zoos zum Beispiel, wenn man exotische Tiere hat, wo man nicht genau weiß, was für ein Geschlecht die denn jetzt haben, kann man damit einfach feststellen, ob es Männchen, Weibchen sind. Oder ein bisschen mehr auf Mensch bezogen, findet das Einsatz in der Krebsdiagnostik. Man kann feststellen, ob jemand an HIV erkrankt ist oder halt auch so Tests wie Vaterschaftsanalysen durchführen. Ach ja. Ja, und was brauche ich alles dafür? Ich sehe nämlich an dieser Maschine eigentlich nur diesen An- und Ausschalter. Und das können wir uns in dem ersten Video mal einfach anschauen, was denn wirklich alles dazu benötigt wird und was wir alles mit im Umfang haben. Dies ist unser neuer PCR Thermocycler Mini PCR 16 für 16 Proben. Erstmal schön das transparente Gehäuse, also keine Blackbox für die Schüler. Kann man alles wunderbar im Innenleben sehen, was da abläuft. Dann haben wir hier hinten einen Anschluss für Strom, einen für USB und einen An- und Ausschalter. Und das kleine Gerät öffnet sich einfach, indem man hier auf die Seite auf den Knopf drückt und schon kann man das Innenleben sehen. Platz für 16 Proben und eine Deckelheizung, damit oben nichts kondensiert während des Laufs. Zum Lieferumfang gehört nicht nur die Maschine, sondern auch das USB-Kabel zum Betreiben und natürlich auch das Netzgerät für den Anschluss in der Steckdose. So, in die Maschine passen gängige PCR-Achterstreifen mit einem gewölbten Deckel oder auch flache Deckel oder, was ich persönlich viel praktischer für den Schulgebrauch finde, Einzeltubes, die die Schüler einzeln befüllen und benutzen können. Und kleiner Tipp von mir, wenn man Einzeltube benutzt und nicht so viele hat, immer über Eck stellen, damit der Deckel nicht schräg aufliegt. Das gilt für unsere Maschine, aber für PCR-Maschinen generell. Deckel zu, mit dem kleinen Knopf hier oben die Höhe verstellen, dass der Deckel wirklich fest sitzt und dann kann es auch schon losgehen. Um die PCR betreiben zu können, müssen Sie zunächst einmal die App für die mobilen Geräte aus Ihrem regulären App Store herunterladen oder für die Windows-Version können Sie das auch bei uns von der Homepage www.hüwe.de und dann geben Sie Mini-PCR ein und da finden Sie unter Downloads dann die Software verlinkt. Wir haben das hier auf unserem iPad schon mal gemacht, aber damit das Gerät natürlich sich verbinden kann, braucht es Strom und muss aktiviert werden. Und dafür schauen wir einmal auf die Rückseite.
Und zwar haben wir hier unseren Anschluss für den Strom, dann hier einen Anschluss für USB, das ist relativ relevant für alle, die Windows benutzen möchten, und einen An-Ausschalter. Ohne USB ist das Gerät automatisch im Bluetooth-Modus und wird per Bluetooth über alle mobilen Geräte gefunden. Dann einfach noch einen Stecker hinten rein, anschalten das Gerät, einmal auf die App drücken und dann kann es auch schon losgehen. Wenn man hier auf dieses M-Symbol klickt, dann werden alle Mini-PCR-Geräte in der Umgebung angezeigt. Die haben alle eine eigenständige Seriennummer, dass man sie auseinanderhalten kann. Zum Verbinden auf das Bluetooth-Signal drücken. Dann ist das hier grün hinterlegt, der Name von der Maschine, und sie ist verbunden. Die Programme werden hier in der Library angezeigt, also in der Bibliothek. Wenn man ein neues programmieren möchte, drückt man aufs Plus. Und da werden die vier Hauptmodi, die angeboten werden, abgebildet. Oben PCR für eine ganz normale Endpunkt-PCR und hier gibt es eine Heatblock-Funktion. Linear Ramp ist ein Temperaturgradient und unten flexibler Modus zum freien PCR-Programm programmieren. Wenn man auf PCR klickt, dann kann man den ganzen Namen geben. Lasse ich jetzt mal so stehen bei New Protocol, damit es ein bisschen schneller geht. Da sieht man nämlich dann auch schon die verschiedenen Schritte von diesem Programm. Heated Lid würde ich unbedingt immer anlassen, das ist die Deckelheizung, denn dieses Gerät verfügt hier über eine kleine niedliche Deckelheizung, die verhindert, dass während des PCR-Programms sich Kondenswasser von ihrer Reaktion um den Deckel bildet und so die Funktion vielleicht inhibiert wird von der PCR. Also Deckelheizung bitte immer anlassen. Dann gibt es einen initialen Denaturierungsschritt, dann ein, der zu den Zyklen gehörten Denaturierungsschritt, ein Annealing, also Anlagerung, der PCR-Primer-Schritt, ein Extension-Schritt, wo die Polymerase den Strang auffüllt, und hier unten kann man die Zyklenzahl variieren. Hier kann man Änderungen ganz einfach vornehmen, indem man in das Kästchen, was man ändern will, klickt, hier Sachen löscht, mit der Tastatur eingibt, Enter, fertig. Kinderleicht, super einfach, jeder kann das bedienen. Auf diesem hier oben, wenn man da versehentlich drauf drückt, kein Problem, eine Sicherheitsfrage, Abandon Changes, also Änderungen verwerfen, ja oder nein. Wenn Sie ja sagen, geht es raus, ist gelöscht. Wenn Sie nein sagen, kommen Sie zurück ins Programm. Wenn man runterscrollt, dann gibt es hier Save Only, also nur speichern, oder Save and Run, wenn man Zeit sparen will. Save and Run, draufklicken und dann startet das Programm automatisch mit dem Lauf. Das allererste, was dann passiert, ist Heating Lid, also die Deckelheizung aktivieren, um schon mal zu verhindern, wenn der Block jetzt sich aufheizen würde, dass Unkondenswasser entsteht. Das sieht ja wirklich einfach aus. Wie viele Proben passen da denn rein? Das Gerät bietet Platz für 16 Proben, also durchaus genug für eine Klasse. Für einen Versuch. Und diese App ist ganz kostenlos? Genau, die gibt es kostenlos runterzuladen in jedem App Store. Und jeder, der sich den Namen vielleicht nicht merken kann, ist super einfach, steht hier in der Maschine auch nochmal drauf, Mini-PCR und dann einfach App hinten dran. Und so findet man die überall kostenlos. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt also die DNA vervielfältigt und ganz, ganz oft kopiert. Was machen wir denn jetzt damit? Genau, damit wir uns die mal anschauen können, muss man sie räumlich auftrennen. Räumlich auftrennen, was bedeutet das? Genau, und zwar macht man das dann mit der Gel-Elektrophorese, und dort hat man ein Gerät wie dieses, wo man hier ein Agarose-Gel drin einsetzt. Hier fließt Strom durch, DNA ist negativ geladen, wandert also zum Pluspol. Und das Kernstück davon ist dann noch das Agarose-Gel. Und das muss man sich wie ein Netz vorstellen. Die Agarose bietet oder bildet dann dieses Netz aus, und je mehr Agarose man auswählt, also je höher prozentig ein Gel ist, desto enger sind die Maschen. Und kleine DNA-Moleküle können sich dann natürlich viel einfacher durch dieses Netz durchdrücken und zum Pluspol wandern, als vielleicht große Moleküle das können. Und deswegen bleiben die dann weiter oben im Gel stecken, und es kommt zu diesem typischen Bandenmuster, was man halt kennt. Okay, das heißt, wir ziehen also die DNA mit Strom durch das Gel, und das Agarose-Gel trennt und ordnet uns die DNA-Stückchen der Größe nach auf. Genau. Das ist ja klasse. Und womit kann ich das genau machen?
Genau, und wie gerade schon erwähnt, das macht man mit einem Gel-Elektrophorese-Apparat. Wir haben hier ein ganzes System, dieses neue BlueJay-System, was wir dann aber auch gleich nochmal vorstellen werden. Klasse, ja, können wir uns einfach mal anschauen, wie das funktioniert? Schauen wir uns mal in unserem neuen Video an. Dies ist unsere neue Testkiste zum Thema Genetik. Wie gewohnt unsere Einräumübersicht. Die lege ich erstmal hier zur Seite, damit wir ein bisschen besser zum Inhalt kommen können. Dieser Messzylinder, der daneben steht, der ist Bestandteil des Sets. Ich habe ihn aber jetzt mal draußen stehen, weil ich für den Versuch gleich schon mal was vorbereitet habe. Da ist schon mal Wasser drin. Dann ist eine Kernkomponente das neue BlueJay Gel-Elektrophorese-System. Das stelle ich hier schon mal hin. Das ist die Gelkammer. Das ist das Tablett zum Gelgießen. Dann sage ich da gleich noch was zu. Das ist das Netzteil für die Gel-Elektrophorese und die Dunkelkammer. So, des Weiteren sind da drin ein Becherglas, 100 ml, Vitalmalerkolben 100 ml. Neues Highlight, das ihr Leben leichter machen wird, nämlich die 3-in-1 Agarose-Tabletten. Da ist Agarose schon fertig abgewogen in Tablettenform. Dazu ist in den Tabletten schon Salz für TBE-Puffer und ein Fluoreszenzfarbstoff, mit dem man dann DNA und RNA im Gel hinterher sichtbar machen kann. Spitzen für die Pipette. Eine Pipette. Schutzbrille, denn Sicherheit beim Experimentieren muss sein. Und ein Löffelspatel, mit dem man dann diverse Sachen noch abwiegen kann und auch mit dem Ende Luftblasen aus dem Gel rausfischen, wenn das nötig wird. Jetzt gießen wir zusammen ein Gel. Dazu nehmen wir die 3-in-1 Agarose-Tabletten. Nehmen mal ein paar aus der Packung. Und es ist wirklich kinderleicht. Einfach knickknack auf, rein, alles rein. So, dann nehmen wir das zur Seite. Hier ist es jetzt drin. Dann, dafür hatte ich das vorhin vorbereitet, einfach das Wasser drauf. Und aufkochen. Entweder auf einer Heizplatte oder wer es hat, was ich sehr empfehlen kann, in der Mikrowelle. Einfach so 30 Sekunden und dann ist das fertig. Ist natürlich deutlich schneller als mit einer Heizplatte. Wir machen es hier mit einer Heizplatte. Schön aufdrehen und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es aufkocht. So, und wie Sie sehen, kocht unser Gel jetzt bereits. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen, nämlich wenn man genau hinschaut, dann sehen Sie diese Körner, dieses durchsichtige Agarosepulver noch. Und dann ist unser Gel noch nicht fertig. Das muss komplett aufgelöst sein und durchsichtig. Also nochmal eine Runde länger. So, jetzt hat sich mittlerweile wirklich alle Agarose aufgelöst und wir können die Heizplatte ausschalten. So kochend heiß würde ich das noch nicht rüberschütten, ruhig einen Moment warten und die Zeit können wir nutzen, um ein bisschen das System genauer zu erklären. Und zwar haben wir hier unser Gelgießtablett mit zwei Gel-Trays. Die tue ich jetzt mal kurz zur Seite, damit ich Ihnen die Unterseite zeigen kann. Nämlich hier ist ganz praktisch eine Ablage für die Kämme. Und dieses System kommt mit zwei Kämmen, einmal für große und für kleine Taschen. Die kann man entweder beide zusammen für ein Gel einsetzen. Dann hat man halt bis zu 26 Taschen, wenn man die kleine Seite nimmt, in einem Gel. Da muss man sich halt immer genau überlegen, welche Lauffläche man benötigt und wie viele Proben man hat, oder man kann parallel zwei Gele gießen und dann halt in jedes einen Kamm stecken. So, und dann einfach, so wie es ist, das Gel hineinschütten. Luftblasen, die dabei entstehen können, einfach mit dem Löffelspatel zur Seite ziehen, damit sie hinter ihrem Gel nicht stören. Und nur noch warten, bis das Gel abgekühlt ist und schon ist es einsatzbereit. Ganz einfach, kein Zusammensuchen irgendwelcher Chemikalien mehr. Hier kann nichts auslaufen, das ist ein abgeschlossenes System. Super easy und schnell.
So, in der Zwischenzeit ist unser Gel hart geworden. Wer jetzt ein bisschen beschleunigen möchte oder kann, ein paar Minuten im Kühlschrank reichen völlig aus und ist es hart. Aber wie Sie sehen, ist eh relativ klein im Vergleich zu anderen herkömmlichen Gelkammern. Das spart Materialien, aber natürlich auch Zeit. Zeit, in der die Prozedur läuft, aber auch, dass das Gel in der Form hart wird. Aber zurück zu unserem Tray hier. Den Kamm kann man einfach wie gewohnt nach oben wegziehen. Wenn er sich ein bisschen sperrt, einfach festhalten, nach oben wegziehen, fertig. Und so wie das ist, kann man das Gel nun in die dazugehörige Laufkammer stellen. Die gehört mit zu diesem Blue Gel Forese Gerät, passt nur in eine Richtung rein. Hier sieht man so eine kleine Nase und die verhindert, dass ein Schüler das Fallschirm reinsteckt. Es geht wirklich nur in eine Richtung. Und auch der Tray passt nur in eine Richtung. Ja, hier sind so zwei Nasen, hier ist eine Nase. Einfach gerade runter, zwei Nasen, eine Nase und es sitzt. Die Taschen sind oben, da wo sie hin sollen. Der Schüler kann es also nicht falsch rumpolen. Jetzt einfach nur noch ein bisschen Laufpuffer drüber. Und es kann praktisch schon losgehen. Und Sie sehen, wir haben hier ein kleines Netzteil liegen. Im Unterschied zu herkömmlichen Gelforese-Apparaten wird hier keine Hochspannung benötigt, also auch kein zusätzliches kostspieliges Netzteil, sondern das ist hier inklusive. Einfach so, wie es ist, in die Steckdose und los geht's. So, nun kommen wir zum Laden des Gels und dazu brauchen wir unser Blue Gel Elektrophorese-System mit dem Gel im Laufpuffer, eine 20 Mikroliter Pipette, die Pipettenspitzen, den Deckel vom System, unsere Dunkelkammer, die ich gleich dann zeigen werde, und ein Smartphone, was jeder von Ihnen haben wird, und Proben zum Auftragen. Dann einfach eine Spitze auf die Pipette. Probe in die Pipettenspitze und das Gel laden. Nach jeder Probe die Spitze wechseln, damit man sich keine Kontamination einfängt. Die nächste Spitze mit der nächsten Probe. Und die nächste Probe. Und dann haben wir noch eine Probe. So, und wenn man all seine Proben geladen hat, einfach den Deckel drauf, auch der passt wieder nur in eine Orientierung. Man kann hier nichts falsch polen. DNA ist negativ geladen, bewegt sich also im elektrischen Feld zum Pluspol. Einfach den Deckel gerade drauf, Stecker haben wir schon reingesteckt, anmachen und los geht's. Diese Dunkelkammer draufsetzen. So, in dieses Loch ist die Aussparung für Ihre Handykamera. Dann einfach anmachen. Und mit der Belichtungseinheit wird dann visualisiert, wie sich die Proben im Gel auftrennen. Das hast du jetzt einfach mit dem Handy abgefilmt? Ja.
Das ist extra so designt. Wir können uns die auch kurz nochmal anschauen. Ich habe sie nochmal mitgebracht, diese portable Dunkelkammer. Kann man einfach aufhalten. Und da ist ein Loch drin. Ist dieses Loch drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich so den Finger durchstecke. Hier ist ein Loch. Und das ist mittig angebracht, dass wirklich jedes gängige Smartphone hier Platz hat. Die Kamera einfach hier auflegen und es filmt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Tablets. Mit Tablets kann man das auch wunderbar machen. Also Sie müssen keine extra Kamera kaufen oder so. Jedes gängige Telefon oder Tablet zum Film, Fotografieren reicht da völlig aus. Super. Und diese kleinen Tabletten, die so ein bisschen aussahen wie Aspirin, da ist wirklich alles drin, was man für so ein Agarose-Gel braucht? Genau, ist fix und fertig alles drin. Man muss nicht mehr sich die Reagenzien mühsam zusammensuchen irgendwo oder irgendwas kühl lagern. Die sind 2 Jahre lang bei Raumtemperatur stabil, garantiert mindestens 2 Jahre. Und sie bestehen Hauptbestandteil Agarose natürlich. Dann ist TBE drin, ganz wichtig, das dann bitte nicht mit TAE-Puffer mischen, sondern bei TBE-Puffer-System bleiben. Und das ist ja dieses Salz, was den Strom dann im System leitet. Und die dritte sehr neuartige Komponente ist halt dieser Fluoreszenzfarbstoff, der mit der DNA bindet und das in unserem System sichtbar macht. Und keine Angst, das ist kein Gefahrgut, das ist auch nicht giftig. Das kann man hinterher so nehmen, das Gel, und in den ganz normalen Papierkorb werfen. Klasse. Und welche Versuche bietet FÜWE uns dazu? Da haben wir die gängigen Schülerversuche, die die meisten von Ihnen auch schon kennen werden. Die kann man weiterhin nutzen, das macht keinen Unterschied. Wir haben dazu Vaterschaftsanalyse, einen genetischen Fingerabdruck, also Tatortanalyse. Und wer es lieber ein bisschen klassischer mag, haben wir Plasmidverdau und Phage Lambda. Super, also mich hast du ja schon überzeugt, aber könntest du vielleicht nochmal die ganzen Vorteile aufzählen, die vor allem der Mini-PCR-Thermocycler und die Blue-Gel-Elektrophorese-Kammer haben? Also unsere PCR-Maschine, wie Sie schon sehen, ist super leicht, handlich. Die Schüler können reingucken, ist transparent, also keine Blackbox. Sie können genau sehen, was passiert. Wir haben Platz für 16 Proben. Wir haben eine Deckelheizung. Das Ganze wird bedient durch eine sehr, sehr simple App, die man kostenlos überall runterladen kann. Und zugleich ist das Gerät aber ein vollständiges PCR-Gerät. Also das steht den teuren Laborgeräten in keiner Hinsicht nach. Und zu der Blue-Gel-Elektrophorese-Kammer. Das ist halt super sicher, ne? Wenn die Schüler den Deckel abnehmen, ist der Stromkreis sofort unterbrochen. Es kann also sich keiner einen Schlag holen. Diese LED-Einheit, das ist wirklich eine Weltneuheit. Und wir haben das exklusiv für Deutschland für Sie gefunden in dem Markt, was zum ersten Mal für die Schulen es auch ermöglicht, wirklich diese Auftrennung live beobachten zu können. Ja, das ist nicht nur spannender für die Schüler, sondern es spart ihnen Unmenge Zeit und auch Materialien. Sie müssen hinterher da nicht mehr irgendwas anfärben oder so und sich mit diesen blauen Lösungen rumärgern, die dann noch alles dreckig klecksen. Man kann das dann wirklich in einer Schulstunde locker schaffen, diesen Versuch. Das ist wirklich gut. Ja, und unser Set dazu bietet Ihnen halt den kompletten Gerätesatz, den Sie dafür benötigen. Also es kommen keine versteckten Kosten mehr, wie hinterher ein teures Netzgerät, was man noch kaufen muss. Das ist bei uns inklusive. Und das Ganze läuft ohne gefährliche Hochspannung ab auf 48 Volt. Ja. Das ist sensationell. Und exklusiv bedeutet also, dass wenn ich mir diese Geräte jetzt anschaffen möchte hier in Deutschland, dann bekomme ich die ausschließlich bei FÜWE, richtig? Genau, wir haben lange gesucht, dass wir die besten Geräte für Sie, für die Schule finden können. Und die haben wir jetzt exklusiv für Deutschland für Sie bekommen. Klasse. Danke, Barbara, für die Zusammenfassung nochmal. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen, die ich live beantworten möchte. Dazu bekomme ich aus der Technik die Fragen zugesendet. Und es geht los mit der ersten Frage. Wie viel kostet denn der Thermocycler, der Mini-PCR-Thermocycler? Also dieses Gerät, wie es hier steht, mit Netzgerät und Bluetooth-USB-Kabel ist 1.149 Euro, was ungefähr die Hälfte ist von dem günstigsten Gerät, was ich kenne. Ah ja. Und wie viel kostet das Testset Genetik? Das Set mit allen Komponenten drin ist Listenpreis 695 Euro momentan. Zur Markteinführung haben wir aber einen Preis von 620 Euro für Sie. Ja. Und die nächste Frage ist, kann man die Blue-Gel-Elektrophorese-Kammer auch einzeln kaufen? Na klar, die kann man auch einzeln kaufen. Preis ist 549 Euro, wenn Sie gleich einen ganzen Klassensatz davon bestellen. Also 8, dass Ihre Schüler alle experimentieren können, kostet es pro Stück 499. Die nächste Frage ist,
kann ich auch mit meinem Tablet den Elektrophorese-Vorgang filmen? Natürlich. Auch diese Dunkelhaube bietet auch Platz für Ihr Tablet, dass das nicht runterfällt. Und die Kamera kann hier genauso filmen wie mit dem Handy auch. Genau. Super. Dann wurde noch gefragt, kann man die Agarose-Tabletten auch nachkaufen? Genau, wenn die einmal alle sind, kann man sie einfach nachkaufen. Bei uns im Webshop www.fibel.de oder über Ihren Regionalleiter, wenn Sie ihn kontaktieren möchten. Die nächste Frage lautet, welche Proben eignen sich für die Untersuchung durchgeführt von Schülern? Da würde ich definitiv die fertigen Versuchssets empfehlen oder Ihre eigenen PCR-Produkte. Aber bitte keine Schülerproben nehmen von den Schülern, denn das unterliegt dem Datenschutz und auch medizinischen Richtlinien. Also bitte nicht auf die Schüler losgehen und Schülerversuche mit denen machen. Okay. Die nächste Frage, die kann ich selber beantworten, ist, ob es die Filme zum Download gibt. Ja. Die Produktvideos werden in unserem Webshop den Produkten hinterlegt. Auf www.fywe.de finden Sie die alle. Und das gesamte Webinar wird auch aufgezeichnet und den Link dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen per E-Mail. Gut, ich denke, das war es erstmal an Fragen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch an dich, Barbara. Schön, dass du uns so viel erklärt hast und vorgestellt hast. Wir hoffen, Sie auch in Zukunft bald bei unseren nächsten Webinaren und anderen Veranstaltungen bei FYWE begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut und vielen Dank. Auf Wiedersehen und viel Erfolg beim Experimentieren.